Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer etwas anderen Fahrt. Eine Fahrt, die sich heute ein wenig unterscheiden wird von unseren restlichen Videos, die hier so auf dem Kanal erscheinen. Es geht nämlich um eine äußerst bedrückende Situation, nämlich in der Ukraine und den Krieg dort. Die heutige Fahrt ist ein Szenario von Tom Fresco. Den Download-Link zu dem Szenario gibt es in der Videobeschreibung. Das Szenario ist in jedem Falle im Creators Club erschienen, heißt also auch auf der Konsole kann man dieses Szenario spielen. Das Repaint hier ist im Railsim Forum erhältlich und im Creators Club, heißt also auch das kann man im bzw. auf der Konsole spielen. Bei den Wagen weiß ich es ehrlich gesagt nicht, das sind die Wagen der tschechischen Staatsbahn. Da werde ich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, warum wir mit denen jetzt hier unterwegs sind. Wir sind hier gerade auf Dresden-Riesa. Und erstmal ganz lieben Dank an den lieben Tom für das Szenario. Ich würde sagen, wir steigen mal ein, rüsten auf, was wir noch aufrüsten müssen und alles andere dann gleich zu dem Szenario noch, was wir hier eigentlich gerade machen. So, Fahrtrichtungswende auf Neutralstellung. Dann gehen wir hier auf Spitzensignale und Schlusslichter. PZB machen wir uns ruhig an. Federspeicherbremse ist gelöst, Batterieschalter bereit, sehr gut, Stromabnehmer, ist, das passt schon soweit alles. LZB brauchen wir nicht, sie verlasse ich heute aus gegebenem Anlass mal aus, erkläre ich gleich warum. Ich denke mal, wir sind aber soweit dann abfahrbereit, das stelle ich noch auf dunkel. Wir haben heute keine Passagiere an Bord, daher kann die Zugsammelschiene ausbleiben. Genauso wie die Beleuchtung in den Wagen. Da ist sie, Zuglichter auf, aus. Da ist nämlich gerade noch niemand drin. Diese Licht können wir uns hier anmachen. Kann ich's, ich will es ein wenig runter dimmen. Ging das dann noch gleich PZB-Modus? Nee. War das hier? Das ist die AFB. Machen wir es direkt auch an. So, und gehen wir hier mit der Lokführerpultbeleuchtung auf ganz schwach. Ah, sagen wir also 5%. Scheibenwischer brauchen wir heute nicht. Alles andere passt soweit. Jawohl. Wir können dann abfahren. Also Bremsen lösen. Spitzensignale sind an. Spitzensignal Hauptschalter auf an. Jawohl. Drei weiße Lichter und hinten zweimal rot leuchtet das auf. Lichter im Zug sind, ich weiß nicht, ob das die Spiegelung ist. Nee, die scheinen noch an zu sein, ne? Aus. Naja, gut. Ist ja auch egal, ist ja nicht so wichtig. Wir lösen die Bremsen, AFB, stellen wir uns auch noch ein auf 40. Wir dürfen auch mit 40 ausfahren und machen das jetzt. Also, wer heute ein... Na, erstmal sollte man vielleicht noch den Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung setzen. Und jetzt aber... Also wer heute ein Szenario bzw. eine Führerstandsmitfahrt erwartet, die rein fokussiert ist auf das Fahren von Zügen, auf den Bahnbetrieb, der ist leider heute ein wenig viel am Platz hier. Der kann trotzdem selbstverständlich sehr gerne hier zuhören. Es geht aber insgesamt hier ein wenig heute eher darum, ja, nicht mal unbedingt Aufklärungsarbeit zu leisten, die kann ich nicht leisten. Okay, das Signal ist gelb. Zugbeeinflussung. Aber das nächste Signal vor uns ist grün. Also es geht nicht unbedingt darum, jetzt großartig Aufklärungsarbeit zu leisten, sondern vielleicht in irgendeiner Art und Weise auch mal emotionalen Ballast abzuladen. Ich weiß nicht, ob man es so formulieren kann, so formulieren sollte. Ja, zu dem Szenario, was wir heute gerade hier so machen.
Erstmal betrachten wir uns noch das Werk vom guten Tom an, was hier so auf den Schienen steht, während wir mit Langsamfahrt weiter dürfen. Nämlich mit, weiß ich nicht, 146 und Dostos, sehr schön. So, auf jeden Fall. Also in diesem Szenario, wir fahren in Richtung Ostdeutschland. Ab hier dürfen wir dann 120 fahren. Aktivieren wir uns mal den Leistungsregler, den Roadrunner. Also wir dürfen noch die Lok springt immer so ein kleines bisschen, ne? Oder? Ich habe zu viel Leistung, glaube ich, aufgeschaltet. So, Roadrunner ist aktiv. Also einmal Leistung runter, AFB auf die 120. Na, und Leistung wieder aufschalten. Also, was machen wir? Wir fahren in Richtung Osten, in Richtung Grenze zu Tschechien und haben tschechisches Wagenmaterial am Haken. Es geht darum, das ist ein rein fiktives Szenario, dass diese Wagen an der tschechischen Grenze dann an die Kollegen von der tschechischen Staatsbahn übergeben werden. Ach, sehr schön. Und die Kollegen und Kolleginnen in Tschechien werden dann diese Wagen weiterfahren in Richtung, entweder in Richtung Polen oder in Richtung Ukraine direkt. Moment. Polen und Tschechien und Ukraine haben die eine Grenze? Ja, doch, eigentlich schon. Doch, ja, müsste eigentlich. Vielleicht erzähle ich auch gerade Quatsch. Auf jeden Fall werden die Wagen da hinein weiter in Richtung Osten gefahren und dienen dann dort für Sonderzüge als Transportmittel für die Ukrainerinnen und Ukrainer, die gerade vor dem Krieg flüchten. Und dementsprechend hat sich hier diese fiktive Kooperation aufgebaut zwischen der Deutschen Bahn und der tschechischen Staatsbahn, um da entsprechendes Rollmaterial zur Verfügung zu stellen. Und dementsprechend auch das Repaint hier. Human Rights and Solidarity are universal. Ein Zitat von Jeremy Corbyn, einem britischen Politiker, der sich seit Jahrzehnten bereits für Abrüstung, für Frieden, für Pazifismus einsetzt. Damals auch schon gegen den Irakkrieg sich laut eingesetzt hat und auch jetzt gegen den lautstark gegen den militärischen Angriff, gegen diesen Krieg von Wladimir Putin demonstriert. Und dieses Zitat ist doch ganz passend, weil es letztendlich um Solidarität geht, die ich hier zeigen möchte mit den Ukrainerinnen und Ukrainern in dieser schrecklichen Situation, in die sie hineingetrieben worden sind, in die sie hineingetrieben worden sind von dem Regime von Wladimir Putin, dem Präsidenten von der Russischen Föderation, indem er einfach einen brutalen, gnadenlosen Angriff, einen Krieg gestartet hat, eine Invasion auf die Ukraine von mehreren Seiten, zur Erde, zur Luft, zu Wasser, und hat ganz plötzlich Hunderttausende von Menschen von einen Tag auf den anderen zu Flüchtenden gemacht. Eine grauenvolle Situation, denn letztendlich stellt sich die Frage, was unterscheidet uns gerade, uns, die wir hier zuhören, von einer Person, die gerade vor dem Krieg flüchtet? Glück. Das ist das einzige Merkmal, das uns unterscheidet voneinander. Uns von einer flüchtenden Person. Glück.
einfach nur das Glück zu haben, in einem Land zu leben, das nicht die in dem nicht die eigene Existenz bedroht ist. Das ist alles, mehr nicht. Und das war auch übrigens 2015 nicht anders, als Migrationsströme, als Menschen vor dem Krieg geflüchtet sind, in Syrien, in dem übrigens auch Wladimir Putin seine Hände drin hatte und drin hat. Und auch da sind Menschen geflüchtet und machen es bis heute. Ein Viertel der syrischen Bevölkerung lebt nicht mehr in Syrien. Aber die lässt man interessanterweise auf dem Mittelmeer dann ertrinken. Ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen, es ist heute thematisch, geht es nicht besonders viel um das Bahnfahren, sondern es geht einfach darum, mal diese sehr, sehr schwierigen Themen auch anzusprechen. Und ich weiß, man, es gibt da viele YouTuber und auch im Fernsehen wird das ja häufig gemacht, dass man in solchen Krisensituationen einfach mit dem weitermacht, was man bisher gemacht hat. Einfach weil man sagt, okay, wir möchten den Menschen eine gewisse Form von Normalität bieten, dass man eben nicht den ganzen Tag nur dieses eine Zeugs hört, sondern auch vielleicht mal in gewisser Form abgelenkt wird. Und das mache ich ja mit anderen Videos auch, aber es gibt doch mal ab und an diese Momente, diese Augenblicke, wo man vielleicht doch etwas dazu sagen muss, doch nochmal nicht still sein sollte und einfach mal ein Zeichen setzen sollte, einfach mal sich ganz klar für oder gegen etwas aussprechen sollte. Ein sehr schöner Zug. Und in den nächsten Videos, das Ganze wird dann weniger politisch belastet sein, aber dieses Video heute, das wird definitiv hauptsächlich darauf hinauslaufen, dass es darum geht, Gefühlen freien Lauf zu lassen und da entsprechend auch härtere Themen anzusprechen. Wer also nicht unbedingt über solche Themen informiert werden möchte, beziehungsweise davon nichts mehr hören möchte, weil man es eh schon den ganzen Tag in den Nachrichten hört. Das kann ich absolut verstehen. Das ist total nachvollziehbar. Der muss sich dieses Video nicht angucken. Der kann auch sich was anderes angucken. Der kann auch vielleicht beim nächsten Video mit einschalten, wo es dann eben nicht mehr darum gehen wird, sondern wo ich dann doch eher die Fährte nehme, dass man denkt, okay, biete ich meinen Zuschauerinnen und Zuschauern ein wenig Normalität in diesen krisenbehafteten, sehr, sehr schwierigen Situationen, die letztendlich in uns allen Gedanken in den Kopf pflanzen von wegen, das könnte auch theoretisch mir passieren. Wie fühlen sich die Menschen, die da gerade flüchten? Wie fühlen sich Menschen, die generell flüchten? Naja, und wie gesagt, 2015 bis heute im Mittelmeer ertrinken nach wie vor immer noch regelmäßig Menschen. Und da kümmert sich auch kein Mensch drum. Was übrigens nicht heißt, was in keinster Form den humanitären Akt schmälern sollte, jetzt von mir, dass den Menschen in der Ukraine geholfen wird. Das ist vollkommen richtig und wichtig, dass den Menschen in der Ukraine jetzt geholfen wird und denen eine Alternative geboten wird durch uns. Das möchte ich in keinster Form gering schätzen. Ganz im Gegenteil, das sollte man ganz, ganz hoch anschätzen. Man sollte sich aber fragen, warum geschieht das jetzt? Und warum geschah das aber 2015 nicht, obwohl beide Menschen vor einem Krieg geflüchtet sind, in dem Wladimir Putin seine Hände mit dem Spiel hatte und hat damals noch in Syrien ein wenig eher passiv, jetzt in der Ukraine als aktiver Aggressor. Warum ist es jetzt doch uns so wichtig und warum war es damals uns unwichtig? Und da steckt vielleicht doch dann letztendlich struktureller Rassismus dahinter. Und das ist einfach sehr, sehr schade, dass es dass es diese Denkweise gibt, dass die einen Menschen immer noch mehr wert sind als die anderen. Alle Menschen sind gleich viel wert. Egal, ob sie nun aus Syrien kommen oder aus der Ukraine oder aus irgendeinem anderen Land, aus dem Flüchtende kommen. Alle sind da gleich viel wert. Und wie gesagt, das möchte ich nochmal betonen. Das heißt nicht, dass ich es schade finde, dass wie jetzt mit den Ukrainern und Ukrainern vom Westen aus umgegangen wird. Ganz im Gegenteil, das ist super, das ist toll, die Aufnahmebereitschaft Polens, nachdem man doch lange gedacht hat, dass Polen ziemlich kritisch Flüchtenden gegenüber ist. Das muss man wertschätzen, das muss man toll finden, das kann man nur toll finden. Und das ist auch genau die richtige Reaktion, die man zeigen wollte, während Putin versuchen wollte, den Westen
auseinanderzuspalten, Europa auseinanderzuspalten, hat Europa mehr Einigkeit denn je bewiesen. Es ist nur schade, dass es erst zu einem Krieg kommen musste, zu einem Krieg in Europa kommen musste, bis wir verstanden haben, dass es wichtig ist, flüchtenden Menschen eine Alternative, ein Zuhause zu bieten. Keiner von denen möchte das Land verlassen. Keiner von denen in der Ukraine, von den Ukrainerinnen und Ukrainern wollte das Land verlassen. Niemand möchte Flüchtender sein. Keiner von denen möchte hier in diesem Sinne oder hat von vornherein geplant, oh ja, jetzt nach Deutschland. Warum auch? Warum sollte man unbedingt die Heimat verlassen, das Heimatland verlassen, wenn es da doch eigentlich recht schön ist, wenn man sich da ein Leben aufgebaut hat? Und das sollte man sich klar machen bei Flüchtenden. Da ist es in der Regel so, vor allen Dingen bei denjenigen, die vor Krieg flüchten, dass sie vor Krieg flüchten, vor dem Tod, dass sie sich nicht, dass sie halt keine Lust haben, eine Kugel in den Kopf zu bekommen oder bei einem Bombenangriff zu sterben. Das möchte doch keiner. Und das möchte man auch nicht für die eigene Familie haben. Natürlich wird man dementsprechend das Land verlassen wollen. Wir dürfen ein bisschen schneller fahren. 160 mittlerweile. Und dementsprechend sind einfach diese humanitären Hilfsleistungen wichtig und richtig. Und das ist dieses fiktive Szenario, das soll halt letztendlich genau diesen Gedanken darstellen, dass es wichtig ist, solidar miteinander zu sein, Solidarität zu zeigen in Krisenfällen, weil es könnte uns auch passieren, es könnte uns in irgendeiner Form auch passieren. Und es muss nicht mal unbedingt nur Krieg sein. Die drohende Umweltkatastrophe, die Klimakrise, in der wir uns befinden, wird früher oder später die Hälfte der Weltbevölkerung zu Flüchtenden machen. Der neueste IPCC-Bericht, der auch vor einigen wenigen Tagen erschienen ist, hat mehr oder weniger das prognostiziert, dass 3,4, 3,5 Milliarden Menschen ganz akut gefährdet sind von der Klimakrise. Und das sollten wir uns alle klar machen, wird uns alle in irgendeiner Form betreffen. Wenn es nicht der Krieg ist, wenn es nicht irgendein atomarer Schlag ist, der uns alle auslöscht, dann haben wir immer noch die Klimakrise, die sich immer weiter vor uns aufbaut. Und na? Kümmern wir uns erstmal hier rum. Ich habe jetzt nur mit der E-Bremse gebremst, das war jetzt natürlich nicht so schlau. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Ja, schöne Wagen. Ich wollte nur anhalten, damit wir uns mal ein bisschen die Wagen hier angucken. Die sehen auch recht hübsch aus, ne? Ach ja, die wundervollen Intercity-Wagen. Okay. Können wir fahren? Jo. PZB. Ja, PZB ist ruhig. Also können wir auf die 120 hoch. Ja, gut, Zwangsbremsung werden halt jetzt einfach in Kauf genommen. Wie gesagt, es geht nicht unbedingt darum, heute groß simulationstechnisch aufzutrumpfen. Das ist heute nicht der Anspruch dieses Videos, sondern es geht einfach darum, vielleicht einfach mal gewisse Themen anzusprechen. Ich werde da auch vielleicht eine Triggerwarnung in den Titel hineinschreiben, nur dass Leute Bescheid wissen, dass es einfach heute um
anderes, um andere Themen geht. Und wie gesagt, das ist nur heute. Das wird im nächsten Video nicht mehr der Fall sein. Im nächsten Video machen wir denselben Quatsch wie immer. Dann erzähle ich auch mal den gleichen Nonsens wie sonst immer. Aber dieses Mal ist es mir einfach wichtig, in dieser Situation, mit diesem Repaint, in diesem Szenario, da doch nochmal den eigenen Gefühlen freien Lauf zu machen. Und ihr könnt mir das selbstverständlich widersprechen mit einigen Dingen, die ich hier sage, aber ich glaube, viele der Gedanken hier sind doch die, die wohl sehr viele von euch denken. Glaube ich zumindest. Oder in diesem Sinne hoffe ich es ehrlicherweise. Und ja, Krieg ist scheiße. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Situation in irgendeiner Form wieder stabilisiert, verbessert. Man hofft, dass Wladimir Putin in irgendeiner Form menschliche Emotionen doch mal zeigt und nicht wie dieser starre Roboter weiterhin ist, wie er auftritt im Fernsehen. Gut, dabei darf man nicht vergessen, was ich in den letzten Tagen viel lese und höre, ist, dass Putin ja komplett verrückt sei und dass der ja gar nicht bei Sinnen ist und dass man ja sowas gar nicht machen kann als Mensch und so. Also Putin wird pathologisiert, er wird entmenschlicht, er wird in diesem Sinne dadurch, wenn man dieses Narrativ bedient, dieses Putin ist gar kein Mensch-Narrativ, oder nicht menschlich narrativ, dann enthebt man ihn letztendlich seiner Schuld. Weil man sagt, okay, ja, der kann ja letztendlich nichts dafür, weil der krank ist. Also so eine Art verminderte Schuldfähigkeit, weil Putin, keine Ahnung, in Anführungszeichen, Zitat, krank im Kopf ist. Und das ist, glaube ich, falsch, sowas zu denken, weil er diese militärische Operation seit mindestens... was heißt militärische Operation? Das ist keine militärische Operation, es ist ein Krieg. Diesen Krieg hat er seit mindestens einem Jahr konkret vorbereitet. Bereits 2014 startete eine Teilinvasion auf die Ukraine. Und wenn man so möchte, Thema Brexit, da will ich gar nicht zu sehr drauf eingehen. Da hat aber auch Putin sehr, sehr stark seine Hände mit dem Spiel. Also von daher, es ist, glaube ich, also man würde, glaube ich, Putin letztendlich einen Gefallen tun, wenn man sagen würde, dass er unmenschlich ist. Da ist dein ICE. Da hat aber das Repaint nicht ganz richtig geladen, ne? So, wir dürfen 140 fahren, Leistung zurück. Und ab hier sogar 160, also gehen wir direkt auf die 160 und haben noch 18 Kilometer, dann müssen wir in Dresden Altstadt anhalten. Was machen wir denn da? Ich weiß gar nicht, bis wohin wir genau fahren. Gucken wir mal. Ach, Dresden Altstadt endet unsere Fahrt. Okay. Dieses Menü kann man übrigens mit der Taste T aufrufen. Es ist bestimmt ziemlich laut hier zu wohnen, oder? Ach, es gibt da noch so viel mehr zu sagen, so viel mehr. Wenn ihr die Möglichkeit habt, da irgendetwas zu tun. Ich weiß, man fühlt sich da so ein bisschen hilflos in der Situation und fragt sich, vor allem wenn man etwas jünger ist, fragt man sich, was kann ich tun, was soll ich tun? Ja, letztlich informiert euch am besten bei den öffentlich-rechtlichen Medien, weil diese nun mal einen hohen journalistischen Standard erfüllen.
oder auch bei anderen internationalen Medien wie BBC oder CNN oder sowas ähnliches. Informiert euch, sprecht mit den Menschen, sprecht empathievoll mit den Menschen. Das ist wichtig, dass es nicht darum geht, mit Leuten einen Streit anzufangen, Leute zwanghaft von etwas zu überzeugen, sondern mit Verständnis und Empathie zu agieren. So, wir haben ein zeigendes Signal vor die Nase gesetzt bekommen. Zugbeeinflussung. Na? Na los? Brems runter. Oh Gott, das wird nichts. Und da kommt die Zwangsbremsung. Zwangsbremsung, 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 Zwangsbremsung. Das ist echt knapp. Zwangsbremsung, 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 Zwangsbremsung. Also sagen wir mal so. Ich hätte diesen Halt nicht geschafft, ohne in die Schnellbremsstellung noch zu gehen. Also ich muss echt sagen, dass das Vorsignal war nicht weit weg. Ne? Wo stand das denn? Also, das ist halt echt nicht weit. Da vorne können wir noch unseren Zug sehen. Okay, wir haben ein rotes Signal. Wir können ja mal beim Stellwerk nachfragen. Okay, wir sollen warten. Machen wir. Ja, das Repaint hier. Da sehen wir hier die Friedenstaube für die Baureihe 182. Das ist übrigens die von Hamburg-Lübeck. Hier ein Zitat. Und dann noch den Hashtag Stand with Ukraine. Und fahren hier in der 182-025-7. Wie gesagt, die Lackierung ist fiktiv, die gibt es nicht. Und mit dabei dann die Wagen der tschechischen Staatsbahn, der Zestrahi oder so ähnlich. Ein sehr, sehr schönes Repaint, extremst detailliert. Also wirklich Hut ab, super schön gemacht. Sogar mit diesem Wi-Fi-Symbol, finde ich immer wieder echt schön. Also wirklich, da hat der Modder eine ganz, ganz große Leistung vollbracht. Und uns netterweise zur Verfügung gestellt. Wirklich super. Ja, und hier vorne die 182, der Taurus. Was mir hier ganz gefällt, ist, dass dieser weiße Streifen im Grunde genommen jetzt auch zu einer Ukraine-Flagge geworden ist. Das finde ich, sieht eigentlich recht schön aus, ne? Statt einfach nur diesem weißen Streifen. Habe ich so in der Realität noch nie gesehen, dass an dieser Stelle da irgendwas anderes ist, jetzt nur da, wo die weißen Streifen sind. Wir können mal auf die Karte gucken, was denn da los ist. Also, das ist unser Pfad. Das ist rot. Oh oh. Oh oh, ich sehe einen Zugstau voraus. Oder? Mal gucken, also der wartet. Moment mal, der wartet aber, um in unser Gleis zu kommen. Kann das sein? Ich glaube schon. Puh, das ist nicht gut.
Das ist nicht gut. Wir fliegen mal rüber und gucken uns das mal an. Ja, das ist der Intercity hier vorne. Entschuldigung. Also der Intercity hat hier vorne auch seine drei weißen Lichter an. Und die hintere Lok hat vermutlich die roten Lichter. Ja. Was haben wir da? Da ist noch ein Dosto, der fährt aber hier nach unten lang. Der kümmert uns nicht. Ja, okay, also das Problem ist, der Intercity möchte hier lang dieses Gleis nehmen. So, und dann befindet er sich hier auf diesem Gleis hier. Und dann könnte er aber eigentlich die Weiche nehmen und hier nach rechts rüberfahren. Das ist auch irgendwie keine Handweiche, ne? Die kann ich jetzt auch nicht in irgendeiner Form verstellen. Nee, auch aber schön dieser Detailgrad hier so ein bisschen mit diesem verwitterten, verrosteten. Auch die Kle Wahnsinn, oder? Wie detailliert das gemacht ist. Das ist wirklich sehr, sehr schöne 3D-Modelle. Ja, gut, das macht es aber immer noch nicht besser, dass aus irgendeinem Grund vielleicht haben wir eine Weichenstörung, kann das sein? Vielleicht ist diese Weiche hier gestört. Weshalb der Intercity, der uns da entgegenkommt, nicht auf dieses Gleis kann, sondern theoretisch nur auf diesem. Aber da stehen wir. Ja. Okay, ich glaube, wir kommen hier nicht großartig weiter. Naja gut, okay, dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle, ich bleibe weiterhin hier sitzen und rufe gleich den Fahrdienstleiter nochmal an und lasse mich informieren über die aktuelle Lage. Es ist ja nicht so schlimm in diesem Sinne, weil wir keine Fahrgäste an Bord haben. Aber ich lasse mich da mal informieren, was da jetzt Sache ist, ob wir tatsächlich eine Weichenstörung haben. Ich glaube schon. Ja, und an euch der Appell, wie gesagt, also wer es bis hierhin geschafft hat, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wie gesagt, haltet eure Ohren und Augen offen. Fallt nicht rein auf irgendwelche rhetorischen Unfeinheiten. Wenn ihr die Möglichkeit habt, es gibt verschiedene seriöse Möglichkeiten, Geld zu spenden, zum Beispiel die UNO-Flüchtlingshilfe. Ich werde vielleicht so ein, zwei Links noch hier in die Videobeschreibung mit reinpacken, wo man theoretisch was spenden könnte. Das hat auch nichts mit mir zu tun, diese Links, die führen woanders hin. Die sind aber definitiv seriöser Natur und ja. Ich glaube, wir können alle ein bisschen die Welt besser machen, wenn wir etwas mehr Empathie zeigen, etwas mehr Verständnis für die Menschen aufbringen um uns herum, den Menschen zuhören. Ich glaube, das ist einer der grundlegenden Fähigkeiten, die bei vielen Menschen fehlt. Aber das sind Fähigkeiten, die sind erlernbar. Es ist nicht so, dass die entweder von Geburt an da sind oder nicht, sondern die sind erlernbar. Mittels Erfahrung und mittels Selbstreflexion. Und ich bin mir sicher, dass ihr das auch könnt. Dass jeder das kann. Jeder. Absolut jeder. Gut. Im Zeichen der Solidarität und im Zeichen der Menschenrechte möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Dass ihr euch das Ganze hier angehört habt. Ich bin natürlich sehr, sehr erpicht auf eure Kommentare zu diesem Video. Ich danke euch. Macht's gut. Und beim nächsten Mal gibt's wieder ein etwas entspannteres Video.